Liebe Leute, heute kommt mal wieder ein neues Video und zwar geht es heute mal nicht um Leistungssteigerung, sondern um unsere Abgasanlage von Provocato Exhaust. Wie ihr ja wisst, ist das unsere Zweitfirma und dazu gibt es aber dann später mehr. Und zwar haben wir von der Firma Top Secret ein RS38Y zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir eine Abgasanlage entwickeln. Und ich denke, da ist uns ein richtig geiles Produkt gelungen und da werden wir jetzt näher drauf eingehen. Kommen wir mal mit. Und zwar haben wir hier das gute Stück RS38Y Abgasanlage von Provocato Exhaust. An dem Fahrzeug haben wir echt uns ein bisschen am Anfang die Zähne ausgebissen, weil wir halt euch was Geiles bauen wollten. Auch von der Optik her was Geiles und natürlich auch vom Klang, ne? So wie ihr es halt gewohnt seid. Und ich denke, das ist uns eigentlich sehr, sehr geil gelungen. Ich würde mal jetzt näher auf die Rohrführung eingehen und würde euch mal die Abgasanlage ein bisschen mehr erklären. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier wieder einen geilen Y-Adapter gebaut, beziehungsweise der Basti hat sich da was Geiles einfallen lassen, dass der Flow halt schön passt. Das ist auch alles wegformiert. Die ganze Abgasanlage ist wegformiert, dass auch innen die Nähte genauso aussehen wie außen. Dann gehen wir auf 3,5 Zoll. Ja, richtig schönes, dickes, fettes Rohr, wie sich das gehört. Gehen komplett bis Ausgang 3,5 Zoll. Ne? 89 mm bis Ausgang. Auch die Klappen sind 89 mm. Viele werden sich jetzt fragen, warum zwei Klappen drin sind. Das beantworte ich gleich. Und zwar folgendes Problem. Um die Geräuschwerte zu halten, mussten wir zwei Klappen einbauen, weil eine Klappe nie ganz dicht ist, beziehungsweise nie ganz dicht wird. Eine zweite Klappe tut ungefähr 2 bis 3 dB das Fahrgeräusch noch runterholen. Weil halt zwei Klappen hintereinander ist halt dichter wie eine. Ne? Einfach nur mal, um das ganz kurz zu erklären. Wenn da noch irgendwelche Fragen entstehen, schreibt es gerne in die Kommentare, wir beantworten das. Dann gehen wir mal auf die leise Seite ein. Also leise Seite, wir sagen immer leise Strecke. Die geht mit 70 mm weiter. Geht in den Topf von uns und dann hier noch einen anderen Topf. Geht hinten raus und geht mit 70 weiter ins Endrohr. Was wir aufgeweitet haben, dass es von hinten, wenn man dem Auto hinterher fährt, links und rechts im Endrohr gleich aussieht. Wir haben das in 70 mm gewählt und auch in 89 mm, weil die Fahrzeuge sicherlich, so wie wir es ja auch machen, ja irgendwann auch massiv leistungsgesteigert werden. Mit 70 mm haben wir da eigentlich gewährleistet, dass die Abgase ordentlich weg können. Und das auch, wenn die Klappe zu ist im Endeffekt. Wir haben die Abgasanlage gleich so entwickelt, dass die Abgasanlage 650 PS locker ab kann und auch die Geräuschwerte noch einhält. Zur Klappensteuerung haben wir hier die zwei Stellmotoren mit einem Y-Kabel gemacht. Im Endeffekt wird von uns eine Klappensteuerung eingebaut und dazu kommen. Die haben wir zusammen mit ASR entwickelt. Das Thema mit diesen Geräuschwerten ist sehr, sehr schwierig. Dazu wird noch mal ein extra Video kommen. Wir werden jetzt im Endeffekt euch mal ein geiles Vorvideo machen, dass ihr mal hört, wie es klingt. Natürlich haben wir jetzt die Klappen manuell schaltbar, was aber eigentlich im TÜV-Bereich nicht sein darf. Das ist jetzt nur für uns als Werbevideo für euch, dass ihr hört, wie die Abgasanlage klingt und dass wir mal eine leise Strecke haben und auch mal eine laute Strecke. So, und dann würde ich halt mal sagen, würde ich jetzt mal loslegen und dann hören wir uns die ganze Sache mal an. Ne? Was ich vorhin schon sagte, es geht um die TÜV-Steuerung. Es muss im Endeffekt bei dem Fahrzeug eine extra Steuerung verbaut werden, dass wir die Geräuschwerte halten. Und zwar haben wir da die Steuerung, wird bei uns hier eingebaut. Manche bauen sie da ein, manche da, manche da. Ich habe sie hier eingebaut, habe sie jetzt bloß mal freigelegt, dass ich es euch zeigen kann. Im Endeffekt wird ein CAN-Bus-Modul von uns verbaut. Und somit hat das Fahrzeug dann die Klappen in gewissen TÜV-Bereichen, dort wo es sein muss, sind dann geschlossen, sage ich jetzt mal. Da gehen wir auch nochmal näher drauf ein. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann werden wir euch da richtig drüber informieren. Jetzt baue ich das Fahrzeug erstmal zusammen und dann fahren wir eine Runde. Thank you.
liebe Leute, hier werden wir jetzt mal ein paar Fahraufnahmen machen. Vor allem vom Innenraum, was uns halt wichtig war, wenn wir uns angeschnallt haben. Kleinen Moment. Was uns bei dem Fahrzeug auch wichtig war, dass im Innenraum keine unangenehmen Geräusche entstehen, wie ein brutales Dröhnen oder so. Da haben wir sehr drauf geachtet und ich denke, das haben wir ganz gut gelöst, zumindest für unsere Verhältnisse. Also ich bin damit sehr zufrieden, weil die lauten Auspuffe von früher, kennt bestimmt jeder, da saßt du irgendwann im Auto so her, weil du hast es nochmal ausgehalten. Ja. Und das ist jetzt halt hier nicht mehr. Ja, natürlich nur bei Klappe zu. Ne? Wir werden jetzt mal das ganze Klappe aufmachen und dann werden wir hören, wie sich das anhört. Jetzt haben wir gerade Klappe zu. Jetzt machen wir mal Klappe auf. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video ordentlich rüberkommt. Jetzt muss ich auch schon ein bisschen lauter sprechen. Ja. Jetzt hat man halt das typische RS3-Feeling wieder. Ne? Dieses 5-Zylinder-Geräusch, das gehört einfach zu dem Auto. Ne? Und da, wie ihr seht, ich kriege schon wieder Lächeln im Gesicht. Ich weiß nicht, ob man es hört, wenn man die Scheibe aufmacht. Das klingt halt schon echt geil. Also am liebsten würde ich die ganze Zeit mit Scheibe offen fahren und ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal noch ein paar coole Fahraufnahmen, dass die Leute auch mal sehen, wie das Auto klingt von außen und fahren wieder auf unsere abgesperrte Strecke, damit es wieder Theater gibt und fertig. Ja, bis gleich. So, jetzt nochmal das Schlusswort zu der ganzen Geschichte hier. Tausend Dank an Top Secret für euer Vertrauen und tausend Dank auch an ASR Daniel, der bei der Steuerung uns wieder sehr geholfen hat. Und dann kommen wir jetzt mal noch zum Preis von der Abgasanlage. Da wird sich ca. zwischen 2800 und 2900 Euro belaufen und wir hoffen auf viele Bestellungen und dann würde ich sagen, war das eigentlich ein rein informatives Video. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt sie einfach unten rein. Und ciao!